Jo, dann mal weiter im Text. Das braucht noch ein bisschen. Ja, wirklich viel machen kann ich gerade nicht. Ich muss nur warten, dass die Muni fertig wird, damit ich töten gehen kann. Und Tag werden soll es auch noch. Wobei, die Magazine könnten reichen. Habe ich noch irgendwo Stahl? Nee, das ist jetzt komischerweise alles weg. Jetzt, wo die Fabriken wissen, dass sie das auch wirklich brauchen. Und Batterien sind weiterhin ein Problem. Hatte ich die von unten letztes Mal mitgenommen? Nee, ne? Nee, ich glaube nicht. Ärgerlich. Du da, du da. Was fehlt dir? Stahl. Du schaffst es einfach nicht schnell genug, die alle reinzu. Ja, also die eine Schmelze schafft es nicht schnell genug, alles zu versorgen. Das heißt, wir brauchen eine zweite Schmelze. Zack. Das heißt, wir brauchen aber auch wieder Stahl für eine rote Kiste. Aber wir können uns schon mal Eisen schnappen. Das dauert hier eine Weile. Shift rechts, Shift links. Du hast keinen Fuel-Block. Okay. Gib her, gib her, gib her, gib her, gib her. Also Plan, wir gehen runter, wir holen Batterien, wir holen Fuel-Blocks, füllen das auf, füllen die anderen Kisten auf, bauen unterwegs auch noch zwei rote Kisten. Hm, wir haben hier noch eine. Na, eine rote, eine blaue. So. Dann kommen die da noch mit. Mit. Haben wir Eisen dabei? Ja. Immer wenn wir Eisen dabei haben, schön da reinschmeißen. So, Batterien. Wie viele haben wir da? 200 Stück. Oh. Ja. Die 11 kommen mal mit. Rote haben wir gerade keine da. Ja, das war's dann auch schon hier unten. Ich muss unbedingt Ressourcen hier runter schaffen, also Kupfer und Eisen. Und ja, Eisenrohre hierfür. Und damit wäre Solar Energy fertig. Okay. Bitte erforscht das da jetzt schon. Oder mehr Schaden, was keine hellblauen Tränke kostet. Ich glaube, ich nehme sogar Shooting Speed. Also ich hatte ja schon mal argumentiert, dass Shooting Speed dafür sorgt, dass wir zwar genauso viel Schaden machen wie mit Schadenserhöhung, aber wir brauchen mehr Ressourcen. Aber ressourcentechnisch geht es einigermaßen. Und es ist wichtig, dass wir schnell schießen können und wir schnell Gegner töten können. Also wenn sie an uns rankommen. Also erhöhe ich jetzt, glaube ich, das da, weil es günstiger ist als das andere. Brauche allerdings recht viel Zeit. Das wäre den ganzen davon. Stack Size Bonus wäre auch interessant. Dauert nur halb so lange. Kostet weniger Ressourcen. Hilft uns das gerade weiter? Ich glaube, wir hatten nicht so wirklich irgendwo Engpässe bei den grünen Chips oder beim Draht oder so. Ne, ist okay. Dann mach bitte Shotgun, Shell, Shootings. Ja, mach erst Shotgun, Shell, Shooting Speed und dann erst das, weil bis dahin haben wir die 75 Tränke zusammen. Na. Ne, das ist hier echt ein Problem. Okay, mach das jetzt, sonst haben wir irgendwann keine Brennstoffblöcke mehr, dann haben wir keinen Strom mehr, dann haben wir kein gar nichts mehr und das wäre unschön. Und brich bitte die Kisten ab und mach stattdessen... Brauchen wir Eisen für. Okay, nächster Schritt. Drei neue Chemical Plants da unten hinsetzen. Was momentan noch gar nichts bringt, weil wir nicht genug Leichtöl haben. Ja, ist nicht so schön gerade. Du, da, du, da. Oh. Das ist nicht gut. Liegt das von da nach da? Ah, jetzt haben wir das Einschrittproblem, ne? Ja, haben wir. Können wir den Roboport um einen Schritt... Ne, ist aber nicht mehr passend. Och, Menno. Achso, wir können die Kiste...
Nee, nicht wirklich. Hier, mach einfach. Wir holen das zwischendurch ab. Oder wir legen es einfach aufs Fließband. Das wird hier eh einsortiert. Zack. Mach mal. Und dann kommt es hier unten rein und dann wird es von da aus halt weggeflogen. Ja, das ist okay. Dann Fuel Blocks. Wir hatten da irgendwo Mangelerscheinungen und die Kisten waren noch gar nicht gefüllt. Genau. Lass mich hier mal durch. Oh. So viel dazu. Also ja, definitiv viel wichtiger, Advanced Oil Processing zu erforschen als alles andere. Weil wir haben sonst irgendwann nicht mehr genug Fuel Blocks. Und das wäre ein riesiges Problem. So, habe ich noch Roboter im Inventar? Nein. Die Auslastung ist immer noch 100% von denen. Hör mal ein bisschen auf, Draht zu produzieren. Damit sich irgendwann das Kupfer da mal staut und die Roboter weniger zu tun haben. Ja, Kupfer kommt von da. Du bist schon beschränkt. Hier ist ein bisschen Kupfer gelandet, hm? Hörst du jetzt auf zu arbeiten? Ja, jetzt hörst du auf zu arbeiten. Okay. Also das ganze Kupfer bitte schränkt dich auch mal. Wir haben schon 4 Kupferfabriken. Krass. Okay, du bekommst hier jetzt mal so, ganz viel davon. Du bekommst auch ganz viel davon. Du bekommst auch ganz viel davon. So. Das heißt, kein Roboter sollte jetzt mehr Kupfer oder Kupferdrähte durch die Gegend fliegen, außer sie werden wirklich super doll gerade benötigt. Wobei ich mir das nicht so wirklich vorstellen kann. Weil die, die es benötigen, die haben da ziemlich viel von. Ja, der hier vielleicht nicht, oder? Genau, der braucht noch ein bisschen Draht. Hol mal. Draht von da, Draht von da. Und schmeiß das da rein. Okay, wie sieht es mit den Robotern aus? Alle immer noch ausgelastet. Ja, okay. Okay. Oh, mehr Munibaum. Mehr Munibaum. Und wir haben es dunkel. Ich denke, ich gehe aber trotzdem schon mal langsam los in Richtung. Das wird übel. Das wird richtig übel. Ja, gucken wir mal in Richtung der Basis. Und hoffe das Beste. Irgendwas vorher noch zu erledigen, was wichtig war. Eigentlich Portable Solar Panels, damit ich einen kleinen Schild wenigstens habe. Weil jetzt mache ich zwar viel mehr Schaden, aber ich halte immer noch wenig aus. Aber ja, die Basis muss weg, bevor da irgendwas noch Garstigeres rauskommt und wir die Basis irgendwann gar nicht mehr zerstören können. Das heißt, auf, zu. Ich sehe da lauter rote Punkte, das ist nicht gut. Wir hatten die auch schon mal gescoutet, die beiden Basen. Ich glaube, da war auch irgendwas Garstiges. So, da ist ein Biter-Spawner, Biter-Spawner. Wow. Okay. Das ist nur Kleinkram. Wow, Würmer. Ah, oh, okay, ist nicht nur Kleinkram. Die Würmer da hinten sind ein Problem. Aber die spawnen natürlich kaputt. Sehr gut. Die Würmer sind schon oben. Ja, gib ihm, gib ihm, gib ihm. Weg. Was für Würmer seid ihr? Kleine Würmer. Weg. Sauber. Sehr, sehr schön. Aber es war auch nur sehr schön, weil da überall die kleinen Biter drumherum gelaufen sind. Die waren, glaube ich, noch vor der Mutation. Und die werden nicht ersetzt. Oh, sehr schöne Ausbeute. Was ich sagen wollte. Also gut, dass die Forschung fertig ist, weil jetzt habe ich Zeit. Also, es war eine Basis da. Es war einmal eine Dreierbasis. Und die hatte ganz viele kleine Beißer.
weil kleine Beißer war das Einzige, was es damals gab. Und dann kam die große Mutationswelle, weil irgend so ein irrer Ingenieur angefangen hat, Basen zu zerschießen. Die Mutationswelle hat aber nicht dafür gesorgt, dass die bereits vorhandenen kleinen Beißer bei der Dreierbasis ersetzt wurden, sondern die kleinen Beißer sind weiter rumgewuselt. Das heißt, ich konnte jetzt hinlaufen, hatte nur mit kleinen Beißern zu tun, so lange, bis sie angefangen haben zu respawnen. Also nachdem die kleinen Beißer tot waren. Und deswegen war es für mich gerade so einfach. Das heißt, es könnte bei der Basis hier unten und bei der Basis da oben ebenfalls noch der Fall sein, weil die ja auch damals alle nur kleine Beißer hatten. Vielleicht. Mal gucken. So, wir haben jetzt Advanced Oil Processing. Wir können also gleich Leichtöl einfacher herstellen. Wir müssen auch alle Raffinerien umstellen auf das neue Filtermethoden-Ding hier. Da kommt auch mehr Leichtöl raus. Das ist schon mal sehr gut. Was hätte ich jetzt gerne? Ich wollte Shotgun-Speed erhöhen und sowas, alles nur grünes Zeug braucht. Klingt soweit immer noch gut. Lab Efficiency klingt aber auch gut. Logistics nicht, nein. Schnellere Basis, schnellere Fabriken klingt sehr gut, aber 100 Tränke will ich erstmal nicht dafür aufwenden. Blueprints klingen sehr gut, aber haben wir nicht die Roboterkraft für? Ja, Roboter. Das wäre irre wichtig. Ja, müssen wir kurz warten, dass wir die Tränke auf Vorrat haben. Erforscht man das Energy Shield. Research. So, nimm das mit. Nimm das mit. 27 Magazine haben wir noch. Ich guck mal runter zu... Irgendwas Rotes läuft ja gerade in Richtung unserer Basis. Ich sehe dich da im Wald. Er flieht. Doch nicht. Okay. Und ich habe ihn gekillt und deswegen Munition verbraucht, weil ich denke, dass der eventuell sonst eine neue Basis gesetzt hätte. Das wäre ja nicht so schön. Gut, gucken wir mal da unten, wie es da aussieht. Hier irgendwo müsste es gleich auftauchen. Ich sehe Kleinkram, ich sehe Kleinkram, ich sehe viele Spucker. Ich sehe keine Würmer. Ja, sauber. Randa, 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 randa. Oh Gott. Alter Schwede. Kann ich weglaufen? Schön, dass du das Energy Shield erforscht hast, aber du bist tot, Junge. Ja. Damit sind die goldenen Zeiten vorbei. Lad den Autosave. Damit sind die goldenen Zeiten vorbei. Big Biter können wir nicht töten. Also nicht wirklich gut töten. Wir müssten eine ganze Weile draufhalten. Dafür brauchen wir eine bessere Rüstung, die wir nicht so wirklich haben. Die haben wir erst, wenn wir die Schilde drin haben. Und zwar viele davon und. Schade. Schade, 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 schade. Und das ging ziemlich flott, ne? Von, keine Ahnung, wie viele Folgen haben wir jetzt schon? 40? 50? 50 sogar schon. Von 50 Folgen lang nur kleine Beißer, weil ich schön den Ökogon gemacht habe. Den greife ich einmal an und innerhalb von einer Handvoll Folgen springen wir von Small auf Medium auf Large weiter. Das ist krass. Aber gut, so, dich haben wir erforscht. Dann jetzt mehr Schaden. Laser Turret Shooting Speed. Kostet fast gar nichts. Macht den mal. Wir brauchen nämlich gleich Laser Turrets. Brauchen ganz schnell Laser Turrets. Wobei ich da schon Horrorgeschichten gehört habe, dass die Lasertürme jetzt eine extrem beschränkte Reichweite haben. Also noch kürzer als die von den normalen Gun Turrets. Das heißt, die Spucker sind nicht das Problem. Müssen wir mal gucken. Vorher sollte die Stromversorgung allerdings noch weiter ausgebaut werden, sonst bringt uns kein Laserturm irgendwas.